Ach, das war ja mal wieder schön bei euch. Das stimmt. Wir hatten so Glück mit dem Wetter-Epic, dass wir heute wirklich Perfektes Wetter alles war heute. so gut organisieren konnten. Das war richtig nice. Sag mal, Katja, meintest du nicht, dass du auch einen Kuchen gebacken hattest? Stimmt. Der Moment, Moment. Ich Kuchen. hole den kurz. Oha, ja. Ich habe extra für meine Oma einen Kuchen gebacken, denn sie besucht uns natürlich nicht so oft mehr. Warte, ich komme. Sogar einen Erdbeerkuchen, den mögt ihr beide sogar sehr Ja. gerne. Tada! Und kann Wow. ich ihn hier? Perfekt! Da kann Dankeschön. jeder sich ein Stückchen nehmen, wenn er möchte. Genießt es auf jeden Fall. Wollen wir den noch zusammen essen? Ja, klar. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Der sieht aber auch super aus. Dankeschön. Ich habe mir auch echt. Du isst ihn nicht alleine. Nein. Okay, gut. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Übrigens, bevor ich es vergesse, mein Nachbar hat letztens endlich meinen Keller aufgeräumt. Wow. Sehr gut. Ja, wir haben uns da so ein bisschen gedrückt. Der Keller von der Oma ist ein bisschen. Ja, da Ja, das war schon viel stimmt. drin, sagen wir es mal so. Aber gut, dass er aufgeräumt wurde. Da haben wir noch ein paar Tagebücher von dir gefunden, Katja. Willst du die haben? Moment mal, Tagebücher? Oh nee, wirklich, wie alt sind die denn bitte? Eins war nicht so süß, schau mal. Oh nee, was Dein ist das Tagebuch von damals? denn? Oh nee, Wo hast du das Oma, nee, denn wirklich nicht. Da beschreibst du deinen imaginären Freund, den hin? hattest du damals doch. Was ist da los? Ja, das ist so unangenehm. Ich hatte früher einen imaginären Freund. Ja, der war natürlich nicht echt, aber ich habe mir wirklich vorgestellt, der wäre echt. Ach, das hätte wirklich nicht sein müssen, Oma. Aber trotzdem danke. Ich glaube, das ist auch. Das ist nicht mal lang. Das hat 3 Seiten Epic, das Oh. Tagebuch. Ich hatte so viele früher. Soll ich mal vorlesen? Ja, gerne, gerne, gerne. Liebes Tagebuch, heute hat mich mein Freund besucht. Wir waren zusammen auf dem Spielplatz und haben zusammen Da gegessen. los? Den gibt's ja gar Mir gefällt nicht. seine blaue Strähne besonders gut. Ja, der war so ein Blaue bisschen Strähne. rockermäßig angelehnt. Ja. Liebes Tagebuch, heute habe ich meinem Freund ein schwarzes Armband geschenkt. Er liebt es. Ich glaube, ich meinte, er liebt es. Liebes Tagebuch, besonders toll finde ich es, wenn mein Freund seinen blauen kurzen Hoodie trägt. So einen habe ich nämlich auch. Was ist da los? Ja. Naja, gut. War eine interessante Zeit. Ich würde sagen, wir genießen den Kuchen noch und den Tag. Und dann begleiten wir dich auch wieder nach Hause, Oma. Dann würde ich sagen, wir Hier können wird hier mal aufgeräumt. abräumen. Also es war ja wirklich nett, das mit dem Tagebuch. Oh, Epic, da sind bestimmt noch so viele weitere Tagebücher, ich sag's dir. Naja, da gucken wir dann mal lieber nicht rein. Ja, das mit meinem, ja, imaginären Freund. Ja, naja. Okay, Epic, da würde ich sagen, es wird langsam spät. Morgen früh ist ein neuer Tag. Mal gucken, was da abgehen wird. Und bis dato wünsche ich dir dann eine gute Gute Nacht. Nacht, Kater. Schlaf gut. Hier, Starschen! falls du Hunger hast. Oh, Tschüss. danke. Gute Nacht, Äpfelchen. Guten Morgen. Also ich muss sagen, Hunger habe ich noch gar nicht. Mein Bauch ist noch so voll. Oh, Moment mal. Hey, wenn mal. Warte mal. Der kommt mir bekannt vor. Hey, warte mal. Wer bist du? Epic, ich glaube, wir haben einen neuen Nachbarn endlich. Das könnte sein. Vielleicht ist es der neue Nachbar. Epic, Jo, werd wach! Hey, wach guten Morgen, werden! Guten Katja. Morgen. Komm mal, komm mal, komm mal, Hallo. komm mal. Ich glaube, Ja. wir haben einen neuen Nachbarn endlich. Denn das Haus, Leute, steht schon richtig Wir lange haben einen neuen leer. Nachbarn, wie Ich glaube cool. es zumindest. Da ist jemand langgelaufen. Der kam mir so bekannt. Das Da ist er aber nicht. vorne. Nee, Oh, nee, das das ist der ist der Makler. Makler. Hi, guten Tag, die Nachbarn, richtig? Ja, genau, wir Ja. wohnen hier in dem anderen Haus. Cool, Sie sind der Makler. Ich bin der Makler dieses Hauses. Wir suchen einen Nachmieter oder sogar Käufer. Wir haben gerade Oh. sogar jemanden schon gesehen, glaube ich. Sie haben nicht zufällig Interesse? Nö, Nee, wir wohnen eigentlich. da drüben Ja, schon. wir haben eigentlich ein schönes Haus. Sie können sich dennoch gerne mal umsehen. Ja, hier muss der irgendwo sein. Ich schwör's dir, der kam mir so bekannt vor. Ich Ein neuer glaube, Nachbar? ja, ich glaube, ich kenne ihn von früher oder so. Ich weiß nicht ganz. Guck mal, das Haus steht komplett Oh, das sieht aus leer. wie unseres fast. Ja, das ist ja auch fast das Gleiche. Ich glaube, die haben hier noch einen Balkon. Aber ansonsten Stimmt, hier geht's noch weiter nach oben. sieht's hier richtig ähnlich aus. Ja, das Ja, aber stimmt. wir haben kein Interesse. Wir sind sehr
sehr glücklich mit unserem Haus. Aber trotzdem danke. Die Besichtigungen werden einige Tage dauern. Also nicht wundern, wenn hier mehr Menschen als sonst zu sehen sind. Gar kein Problem. Da bin ich mal gespannt, ob wir vielleicht bald einen neuen Nachbarn haben. Ja, das stimmt. Voll cool. Hoffen wir mal, dass wir einen netten Nachbarn für Sie finden. Das hoffe ich für Sie auch. Und Epic, wie gesagt, wenn derjenige das war, ich kenne ihn, glaube ich, vielleicht von meiner Schulzeit. Oh, das könnte sein. Wir müssen mal drauf achten. Lass uns das mal heute ein bisschen im Blick haben. Ich denke, heute werden einige kommen, um sich das Haus anzusehen. Ist ja auch ein schönes Haus. Ich meine, wir wohnen fast im selben. Und vielleicht haben wir dann wirklich einen nice Nachbarn. Dann können wir mit dem Grillfeste machen und, ich weiß nicht, frühstücken. Und generell haben wir mal einen Nachbarn, wenn wir irgendwie Salz benötigen. Das wäre schon richtig nice. Und ich muss sagen, es ist wirklich so lustig, dieses Tagebuch hier. Ich muss wirklich die ganze Zeit daran denken, wie das früher war, dass ich mir den vorgestellt habe. Das war wirklich eine richtig... Oh, Epic, da ist der Komische wieder. Ich glaube, den kenne ich. Hey, sorry. Sorry, Entschuldigung. Hey. Hey, ja, du. Hey, ich glaube, ich kenne dich. Bleib mal da stehen. Epic, der ist wieder da. Komm, wir gehen runter, gucken. Hi, Moment mal. Unser neuer Nachbar? Hey, der ist weggegangen. Der ist bestimmt im Haus. Ich kenne ihn zu 100%. Okay, warte mal. Hallo, Entschuldigung. Katze, das ist der Makler. Das ist ja nicht der. Oh. Das ist er aber nicht. Der hatte... Warte mal. Hab ihn gefunden. Hast du ihn gefunden? Das ist er nicht. Hey! Hallo! Hi! Oh, der schaut sich das Haus hier an. Hey, seid ihr die Nachbarn? Ja, wir wohnen da hinten. Wollen Sie hierher ziehen oder wie ist das? Aha, ich bin vielleicht bald euer neuer Nachbar. Oh, er hat Interesse. Unser neuer Nachbar tatsächlich. Cool, ja, das ist nice. Dann ist schon mal schön, dass wir uns kennenlernen. Aber wenn ich euch so sehe, vielleicht überlege ich mir das nochmal. Hey, was soll das denn jetzt bedeuten? Okay, machen Sie das, ja. Vielleicht ist er oben, Epic. Ich glaube, er... Das kann sein. Mir ist gerade eingefallen. Weißt du, wie der... Oh, hey! Hey, alles klar. Oh. Nein, den meine ich nicht. Der ist voll blau. Der sieht fast aus wie du. Naja, nicht ganz, aber so ein bisschen zumindest. Bei uns ist alles super und bei dir? Sag mal, wisst ihr, wie teuer das hier ist? Oh, das ist schon teuer wahrscheinlich. Bestimmt, also wenn du es kaufen möchtest, dann... Und auch die Miete wird nicht gerade günstig sein. Ihr müsst wissen, ich mache gerade noch meine Ausbildung. Ah, okay. Ja, da ist man natürlich dann nicht so... Da ist man manchmal ein bisschen knapper bei Kasse. Sagen wir es mal so. Denkt ihr, 300 Gold im Monat reichen da aus? Oh, ich weiß nicht, Epic. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Keine Ahnung. Du solltest mal den Makler fragen. Da kennen wir uns gar nicht aus. Dann wird es doch schwieriger. Okay, warte. Hier? Nein. Da? Nein. Oben ist er bestimmt. Au, auf hey, die Terrasse. Moment mal. Hallo. Nein. Hi. Hey, ich bin Lucy. Wohnt hier in der Nähe? Wir sind die Nachbarn. Ja. Wir wohnen im anderen Haus. Ja, vorne wohnen wir. Cool, nett, dich kennenzulernen, Lucy. Und wie ist es? Ich bin am Haus interessiert. Wir lieben es hier. Die Ortschaft ist wirklich super nice. Hier hat man seine Ruhe. Man hat hier... Ja, man lebt einfach im Grün. Sagen wir es mal so. Gibt es hier eine Shopping Mall? Nee. Nee, gibt's nicht. Also nicht in der Nähe hier zumindest. Ach, schade. Und ein Supermarkt? Nee, eigentlich auch nicht wirklich in der Nähe. Nee. Aber bestimmt eine Tankstelle. Nee, gibt's ja auch nicht in der Nähe. Das gibt's ja alles gar nicht. Gibt es hier überhaupt irgendwas? Fährt der Bus überhaupt? Nee. Also wir haben eine Bushaltestelle, aber... Da kommt kein Bus. Da kommt gar kein Bus hin. Hört sich, um ehrlich zu sein, sehr nice an. Okay. Ja, dann... ja. Na gut, Epic, ich glaube, der ist vielleicht schon weggegangen. Der hat sich bestimmt... Ganz kurz, also ich will jetzt ja nicht irgendwie komisch klingen. Der sieht aus wie dieser imaginäre Freund. Deswegen glaube ich, kenne ich den. Der sieht aus wie dieser imaginäre Freund. Aber den gibt's doch gar nicht, Katja. Ja, ich weiß. Aber so habe ich mir früher immer vorgestellt. Hallo! Ich meine es ernst jetzt. So habe ich mir den vorgestellt. Der hatte eine blaue Strähne, der hatte mal ein schwarzes Armband. Ich glaube, ich kenne ihn davon.
Also zumindest habe ich mir so früher vorgestellt. Ja, ich weiß, es gibt den damals natürlich nicht, aber dass es jemanden gibt, der aussieht wie der, natürlich, irgendwo, die Welt ist groß, ne? Ja, das stimmt schon. Denkst du, das hört sich komisch an? Das hört sich sehr komisch an. Nein, das hört sich nicht komisch an. Ich glaube, das bildest du dir alles nur ein. Nein, das bilde ich mir nicht ein. Wir gucken mal. Der hat Interesse. Wir fragen morgen den Makler nach, ja, ob jemand davon das Haus genommen hat. Und wenn das der war mit der blauen Strähne, dann wartest du mal ab. Dann lernen wir den nämlich bald kennen. Oder nicht? Ich weiß noch nicht so ganz. Ja, wir gucken mal. Ich hoffe, wir bekommen morgen ein paar Antworten. Und es ist ein neuer Morgen. Epic! Guten Morgen, Katja. Heute werden wir ihn kennenlernen. Oh, so habe ich mir meinen früheren Freund vorgestellt. Ach, wie toll. Okay, mal gucken. Ja, wenn er das Haus gekauft hat, natürlich. Wenn überhaupt jemand das Haus genommen hat, wer weiß es schon. Da steht verkauft. Ich glaube, da steht es. Hey, wie cool. Es ist offiziell. Ihr bekommt einen neuen Nachbarn. Ja, neue Nachbarn. Okay, wer ist es? War der gestern da? Du musst uns irgendwas erzählen. Er hat sogar das ganze Haus gekauft. Wow. Boah, das ist heftig. Ja, genau, der war gestern hier. War das der mit der blauen Strähne und so einem blauen Hoodie? Ich weiß nicht mehr ganz. Ich habe ihn zweimal kurz gesehen. Der muss es gewesen sein. Das darf ich leider nicht. Wie? Kannst du uns nichts sagen? Wieso ich kann euch ja keine Personendaten weitergeben. Sorry. Nur ein bisschen. Nicht mal irgendwie so einen kleinen Hinweis? Ihr lernt ihn ja bald kennen. Er wollte heute die ersten Kisten rüberbringen. Oh, er zieht schon ein direkt. Okay, cool. Ja, dann sollten wir auf jeden Fall hier alles im Blick behalten. Wenn er dahin läuft, muss er an unserem Haus vorbei. Das stimmt, dann sehen wir ihn. Ich würde sagen, wir stellen uns einfach mal hier genau hin und gucken dann mal aus dem Fenster. Vielleicht sehen wir ihn wirklich gleich. Und dann kann ich Hallo sagen. Und dann siehst du, dass ich mir den nicht ausgedacht habe. Oh, ich bin sehr gespannt. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ich stehe immer noch wie eine Verrückte hier. Epic hat's aufgegeben. Also ein paar... Tja! Ja! Ja! Epic! Hey, warte mal, bleib mal stehen! Hey, bleib mal stehen! Hey! Hey, du! Bitte bleib mal stehen! Hey! Oh, cool, dich kennenzulernen! Bist du unser... Du siehst fabelhaft aus! Die blaue Strähne, das schwarze Armband. Cool, nett, dich kennenzulernen. Ja, danke. Ich begleite dich gerne ein Stück. Kenne ich dich? Nein, aber du kommst mir so bekannt vor, wenn du wüsstest. Egal. Es ist ein schwieriges Thema. Es ist so cool, dich kennenzulernen. Wow. Ja, viel Spaß mit deinem neuen Haus. Ich bin neu hier. Voll cool. Also, ich muss sagen, ich bin so gespannt. Geh dich auf jeden Fall gut einleben. Hättest du ein Problem, wenn mein Mitbewohner mal gleich vorbeikommt und Hallo sagt? Du bist bestimmt noch hier eine Zeit lang, oder? Nee, komm gerne vorbei. Ich wohne hier, ja. Cool, okay, wow. Also das, Leute, ist heftig. Ich schwör's euch, ich hab ihn mir genauso vorgestellt. Okay, dann bleib kurz hier. Ich bin gleich wieder da. Tschüss, okay. Oh Mann, warum hat's Epic nicht gesehen? Okay, egal, der wohnt jetzt hier. Das ist so heftig. Leute, wie gesagt, in meinem Buch steht so mit der blauen Strähne, das schwarze Armband, der blaue Hoodie, der kurze. Also, ich habe keine Worte. Naja, okay, jetzt kann ich es aber Epic mal beweisen. Epic! Gotcha! Komm! Ist unser Nachbar da? Ja! Ich hab mit ihm gesprochen. Nein, du wirst sehen. Oh, das ist so cool. Jetzt wissen wir es endlich. Und du wirst sagen, wow, du könntest gerne mein Tagebuch nochmal lesen. Du würdest sagen, hey, der sieht einfach aus wie... Das ist der alte Mann. Hey! Oh, das wo ist der neue Nachbar! Nein, das ist nicht der neue Nachbar. Hallo! Sind Sie der Vater oder so? Oder der Opa oder was weiß ich? Helfen Sie beim Umzug? Ich bin euer neuer Nachbar? Hallo, schön, Sie kennenzulernen. Hä? Katja? Sie sind nicht der neue Nachbar. Hey! Er wiederholt sich ganz schön oft. Hurra! Warte mal, Epic. Nein, der war hier. Das hast du dir alles nur vorgestellt. Nein. Der sieht ein bisschen anders aus, als du ihn vorstellst. Ich weiß doch auch nicht mehr.
der sah 1:1 aus wie mein imaginärer Freund von damals. Epic, ich sag's dir, nimm mein Tagebuch. Das, vielleicht habe ich mir wirklich alles eingebildet, ich weil ich es gelesen habe. Denkst du? Ja. Nein! Ja, das ist eine ganz andere Person jetzt hier, unser Nachbar. Hä? Aber das war der. Ich hätte schwören können. Naja, vielleicht habe ich es mir wirklich vorgestellt. Das kann ja sehr gut sein. Aber es war... Hat sich wirklich real angefühlt. Ich habe mit ihm gesprochen. Was ist da los? Vielleicht wollte ich einfach nur, dass der aussieht wie mein Ehemann. Hauptsache, der sieht ganz anders aus. Das ist ein alter Mann. Der sieht ganz, ganz anders aus. Naja, Epic. Naja, wir haben jetzt einen neuen Nachbarn. Und vielleicht sollte ich das Tagebuch lieber weglegen. Ich glaube, mein imaginärer Freund, den gibt's wirklich nicht. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.